Herzlich willkommen zu dem zweiten Teil unseres Workshops. Sie haben soeben das Video von der Frau Wiesius-Würth gehört zum Thema Migrationsströme, besonders von den Deutschen, die aus Deutschland rausgereist sind, auf die ganze Welt verteilt. Und jetzt in diesem zweiten Teil geht es um den eigenen Migrationshintergrund, die eigenen Gedanken, die vielleicht durch dieses Video ausgelöst worden sind, und diese Gedanken auf eine kreative Art und Weise auf einer Postkarte festzuhalten. Genau. Vorab, ganz wichtig, das ist hier kein künstlerischer Kurs. Man braucht nicht unbedingt künstlerisches Talent. Das soll ganz, ganz niederschwellig sein. Aber dazu gleich nochmal mehr. Liebe Barbara, du hast dich heute bereit erklärt, uns teilhaben zu lassen an deiner kreativen Gestaltung der Postkarte. Ich würde dann jetzt einfach ein bisschen anleiten und unseren Zuschauern erklären, was sie zu tun haben, und dann auch einfach das Ganze an dich richten. Ja, ich habe große Lust hier, was zum Papier zu bringen. Liebe Zuschauer, Sie können sich auch Ihre Postkarte einfach schon mal herholen, die wir Ihnen zugeschickt haben. Auch gerne Material. Schauen Sie, was Sie bei sich zu Hause haben. Stellen Sie sich einfach alles her. Liebe Barbara, ich habe dir alles Mögliche auf den Tisch gestellt. Von Acrylfarben, Aquarell, Wasserfarben, Pastellkreiden. Genau, man kann gerne die Materialien auch einfach schon mischen, so wie du es jetzt auch tust. Genau, und liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt nicht so viele Materialien zur Verfügung haben, dann reicht es auch völlig aus, einen Bleistift oder einen Kuli zur Hand zu nehmen. Genau. Also wie gesagt, es geht darum, eigene Gedanken festzuhalten, die den eigenen Migrationshintergrund betreffen. Sei es jetzt ein Migrationshintergrund, der Sie aktuell betrifft, weil Sie vor kurzem nach Deutschland gekommen sind, oder der schon mehrere Generationen hinter oder von Ihnen entfernt ist, oder vielleicht nur eine Binnenmigration, dass Sie irgendwie einen Teil der Familie haben, der von Osten zum Beispiel in den Westen gereist ist. Also da sind Sie völlig frei. Es gibt hier kein richtig und kein falsch. Genau, einfach drauf loslegen. Es muss nichts Schönes dabei herauskommen. Es geht hier um das Festhalten der Gedanken auf kreative Art und Weise. So, jetzt wollen wir Ihnen hier kurz mal Beispiele geben, damit es für Sie einfacher wird, ins Gestalten zu kommen. Also wir blenden die Sachen dann auch immer noch ein. Ich habe jetzt zum Beispiel hier eine Postkarte einer Freundin, die vor circa 7 Jahren aus Korea nach Deutschland zum Studium gekommen ist. Also das ist quasi die Vorderseite der Postkarte, die gestaltet worden ist. Ich drehe das jetzt ganz um, denn auf der Rückseite soll dann einfach kurz beschrieben werden, was auf der anderen Seite zu sehen ist. Also sie schreibt hier, ich bin durch das Leben im Ausland, also es ist für sie Deutschland, vielfältiger und freier denkend geworden. Also links oben im Bild, wie sie früher war, und rechts unten, wie sie jetzt ist. Also einfach bunter, vielfältiger. Genau, es ist auch mal ganz schön, um einfach seine Gedanken nochmal zusammenzufassen, der Postkarte einen Titel zu geben. Hier ist es der Titel Bunte Palette. Wenn Sie uns nicht nur einen Ausschnitt aus Ihrer Migrationsgeschichte mitteilen wollen, sondern die ganze Geschichte oder mehrere Aspekte, die Ihnen wichtig sind, können Sie auch ein ganz normales DIN A4-Blatt dazu tun und alles aufschreiben, was Ihnen wichtig ist. Ja, also wie gesagt, auf der Rückseite der Postkarte ist wenig Platz. Wenn Sie uns mehr mitteilen wollen, nehmen Sie einfach ein Blatt Papier, beschriften es und wir falten es dann entsprechend und heften es an die Postkarte. Was auch noch wichtig wäre, ist, dass Sie sich bewusst sind, also wenn Sie damit einverstanden sind, wollen wir nämlich diese Postkarten im Rahmen einer Ausstellung des Heimatmuseums Vlacht ausstellen. Das heißt, haben Sie einfach im Hinterkopf, dass das, was Sie malen und das, was Sie schreiben, ein Publikum erreicht.
Wir haben auch ein Adressfeld auf der Postkarte. Da können Sie Ihren Namen hinschreiben, ein Kürzel oder ein Pseudonym. Sie können den Brief oder die Karte auch direkt an den Museumsbesucher wenden. Sie sind da völlig frei. Ich würde sagen, jetzt kann es auch schon losgehen für Sie, liebe Zuschauer. Wichtig wäre noch, dass Sie sich genug Zeit nehmen, also mindestens eine halbe Stunde. Schauen Sie, dass Sie nicht abgelenkt sind, damit Sie gut in die Gedanken reinkommen können. Wir blenden dann auch noch mal ein paar Fragen ein zur Inspiration für Sie. Falls Sie jetzt noch keine Idee haben, wirklich keine Sorge, das kann ganz, ganz niederschwellig sein. Ich kann Ihnen auch noch mal kurz ein Beispiel geben. Sie können zum Beispiel die eine Seite der Postkarte komplett in grün halten, mit irgendeinem Farbstift in grün bemalen. Und eine Erklärung dazu wäre zum Beispiel, dass dieses Grün Sie an eine satte Wiese erinnert, die Sie als Kind mit Barfüßen betreten haben. Und das wäre dann quasi der Schriftzug auf der anderen Seite, um dann zu erklären, wofür das Grün steht. Sie können auch einfach nur einen Strich ziehen und dann schauen, was entsteht, einen weiteren Strich. Also wirklich ganz entspannt, ohne irgendwelchen Stress. So, ich glaube, jetzt habe ich genug gesprochen. Ich hoffe, es ist alles klar. Und dann sehen wir uns später noch einmal. Sie können jetzt... Karte adressiert an die Ausstellungsgäste des Heimatmuseums in Vlacht, weil ich ja die Karte dort ausstellen werde. Und dann habe ich hier ist ein Meer, das soll die kurische Nährung sein, weil mein Vater ist in Ostpreußen aufgewachsen, in Insterburg und auch dort geboren. Und hat immer die Familie in der kurischen Nährung den Urlaub verbracht, und dann hat er und meine Großmutter haben immer von diesem wunderbaren Meer geschwärmt, und mein Vater und seine Geschwister sind am Ende ihres Lebens da auch nochmal hingereist im heutigen Russland und haben das nochmal alles, die Stationen ihres Lebens besucht. Das hat mich sehr beeindruckt, wie stark sie das vermisst haben, und meine Großmutter hat natürlich das nie wieder gesehen nach 1945, als ich mich, die Katharina Beutulek mit dieser Postkartenausstellungsidee auf mich zukam, habe natürlich ich mir auch Gedanken gemacht, weil ich bin ja in Baden-Württemberg geboren und immer noch da, außer beim Urlaub, was jetzt Migrationsgeschichten in meiner Familie sind. Und deshalb habe ich da unten einen schwarzen Fleck hingemalt. Das war nämlich ein Verwandter. Der musste auswandern, weil er sich nicht gut benommen hat, hat die Familie ihn zum Auswandern gezwungen nach Amerika, und dort ist er verschollen, man hat nie wieder von ihm gehört. Es blieb nur eine Brosche von ihm, mit der wir als Kinder gespielt haben, und es wurde ein Geheimnis gemacht daraus, was er eigentlich genau angestellt hat, dass man ihn weggeschickt hat, und von ihm hat man nie wieder was gehört. Und hier ist der Zug, mit dem mein Vater und seine Mutter und seine Schwester gefahren sind in den Westen zur Großmutter. Die war nämlich glücklicherweise in Bebenhausen. Das heißt, sie hatten eine bequeme Flucht, nicht mit dem Dreck, aber sie haben immer erzählt, was das für eine tagelange Fahrt durch den Korridor mit der Holzklasse war, unbequem und sehr lang, und am Ende war das halt dann die letzte Fahrt, und sie konnten nicht mehr zurückkehren nach Ostpreußen, sondern mussten bei der Großmutter bleiben im späteren Baden-Württemberg. Und dieser Weinstock steht für Maulbronn, für die Migrationsgeschichte meiner Mutterfamilie. Das waren nämlich schweizerische Calvinisten, die als Glaubensflüchtlinge nach Maulbronn gekommen sind, und da mussten sie die Straßenränder abmähen und hatten so Ziegen und Schafe, und langsam haben sie sich
hochgearbeitet und ein Verwandter von mir ist heute dort Weinbauer und wir haben uns praktisch wiedergefunden über die Familiengeschichte und besuchen seine seine Wesenwirtschaft und trinken seinen Yagi-Wein, weil das ist ja der Geburtsname meiner Mutter und der Name meiner Onkel, der ist jetzt ganz verbreitet in Deutschland. Bei allen Yagis wird der Yagi-Wein getrunken, hört man ja, das ist ein Schweizer Name. Und auf diese Geschichte sind wir eigentlich stolz. Ich habe viele Geschichten gehört von anderen, da ist es nicht so die schöne Geschichte, die unfreiwillige Flucht, sondern man sagt es nicht. Zum Beispiel kenne ich einen Afghanen, der wurde für einen Südamerikaner gehalten von seinem Aussehen. Wenn er dann sagt, ich komme aus Afghanistan, dann ist manchmal die Reaktion nicht so positiv. Und bei mir und meiner Familie ist eigentlich eher so, dass man auf diese Wandergeschichten, dass die ein Teil der Familiengeschichte sind, auf die man doch interessant findet und nicht sich schämt oder so. Also, obwohl es sicher alles auch nicht einfach war, ist man aber eher stolz drauf und fühlt sich jetzt nicht als was Schlechteres, weil die Vorfahren mal als arme Leute hierher gekommen sind oder eben auch alles, was sie besaßen, haben meine Großeltern natürlich verloren. In Ostpreußen, also auch viel alte Stücke aus der Familie. Meine Großmutter hat auch immer gejammert, die handkolorierten württembergischen Herzogsbilder, die sind halt in Ostpreußen geblieben. Aber ihr Leben nicht. Das war das Wichtigste. Sehr schön. Danke, liebe Barbara. Okay, dann fangen wir an. Darf man sehen? Darf man sehen? Genau. Ich bin jetzt praktisch nur der Kunde sozusagen oder der Teilnehmer. Soll ich meinen Tee wegstellen? So, ich glaube, jetzt habe ich genug gesprochen.